Oh, hier ist ganz schön viel Bliss im Trinkwasser. Oder drumherum. Wieder ein Sektenschrein. Ich kann mir nicht rein. Verschlossen, nur Notausgang. Okay, alles klar. Warum leuchten die anderen hier rot? Kann ich da irgendwas drücken? Ich habe das zugemacht, oder? Ich habe da jetzt nicht irgendwie Pliss reingefügt, oder? Hoffe ich nicht. Richtig scheiße. Wie denn verschlossen und Notausgang? Komm ich nicht hier rein? Hä, check ich nicht. Ich muss doch hier rein, oder nicht? Finde. Aber... Was? Okay, ich versuche die jetzt mal beide zu drücken. Vielleicht funktioniert ja dann irgendwas. Wasser wird irgendwie abgepumpt. Oh, das bedeutet aber auch, ich kann hier vielleicht irgendwo rein oder irgendwo durch. Ja geil, jetzt bin ich ja hier wieder. Okay, also das Becken hat mir jetzt nichts gebracht. Weil das konnte ich nicht kaputt schießen. Okay, also die zwei Becken haben mir nichts gebracht, aber vielleicht bringt mir das Becken was. Obwohl ich nicht weiß, was es hier tut, aber... Ah, hier. Okay, alles klar. Okay, oh, das ist clever. Es gibt zwei Wege. Ich gehe erstmal hier hin. Ich muss wahrscheinlich eh beide Wege gehen. Okay, hier komme ich aber so wieder raus. Na, Leiter. Aber das will ich ja gar nicht. Oder? Ha. Ja, aber das ist cool, aber das will ich nicht. Moment, warte mal. Okay, hier hoch. Dann gehe ich den anderen Weg. Gehe ich den hier mal. Mal sehen, wo mich das hinführt. Komme ich nicht hoch, oder? Doch. Ah, jetzt bin ich in dem einen schon mal drin. Glaube ich. Nein, auch nicht. Lol. Nee, jetzt bin ich draußen. WTF ist hier los? Finde einen Weg in den Pumpenraum. Finde, finde. Warte mal. Doch hier. Ach so. Hilft natürlich nichts, auf die Paletten zu schießen, auf die Holzsachen. Okay, alles klar. Sondern ich musste auf das Fass da schießen. Alles klar. Okay, jetzt bin ich hier aber, glaube ich, richtig, ja. Okay, aber das... Ah, da! Wo sitzt sie eigentlich? In dem Wagen? Oder was macht die? Die chillt einfach. Oh, unbedingt diese Keykarte.
Zerstörer. Okay, ah, okay, hier sind so mal Zerstörer. Okay, alles klar. Okay, die Pumpen habe ich zerstört. Das bedeutet, jetzt öffnen sich hier auch die Türen. Okay, hier ist ein Zettel. Dringlichkeitsvermerk. Diese Berechnungen müssen noch einmal vorgenommen werden. Wir haben unterschätzt, wie sehr das bisschen Wasser verdünnt wird. Wir brauchen eine größere Menge oder ein konzentrierteres Produkt. Je länger wir Fehler machen, desto länger leiden die Ungläubigen ohne das Bliss. Konzentriert euch nur darauf, dieses Problem zu lösen. Okay. Okay, hier kommt man durch alle Türen raus, ne? Ja. Und jetzt hier bei dem... Oh, voll ins Gesicht. So, bei dem anderen hier habe ich irgendwas vergessen. Hier, ach, ich habe den falschen Gang gewählt, oder? Ich hatte, glaube ich, den falschen Gang gewählt. Ich glaube, es gab drei Gänge und ich habe nicht den hinter mir genommen, sondern den, der nach links und der nach rechts führte, aber nicht den hier. Okay, finde einen Weg in den Pumpenraum, zerstöre die Pumpen in jedem der Gebäude. Okay. Okay, jetzt muss ich hier nur warten, bis das Wasser wieder steigt, beziehungsweise ich nehme mal für die Leiter. Ja, das mag stimmen. Du bist nicht richtig hier. Ah, da sind Kanister, wo ich drauf schießen kann. Okay, alles klar. Trinkwasserversorgung abgeschlossen. Oh, coole Mission. War auf jeden Fall eine coole Mission. Kanalratte Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. Die Welt hat mich wieder. Und es ist Tag. Die wollen mich haben. Die wollen mich unbedingt so dringend haben. Du wurdest gesegnet. Ja, ich entkomme hier nicht mehr. Ich entkomme hier nicht mehr. Ich höre jede Menge Nachrichten über Funk. Die Peggys sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, Deputy. Dankeschön. Ich mag es, wenn die Leute mich hassen. Ganz toll. Oh nein. Sowas. Okay, was machen wir denn jetzt? Warten, bis sie uns kriegen? Ich habe die Musik nicht ausgemacht. Hey, wer hat die Musik ausgemacht? Mach die Musik wieder an. Wird die Musik ausgemacht? Toll, lustig. Ich krieg nicht mal mehr Spaß hier, ey. Ich werd von allen gejagt und dann kriege ich nicht mal Musik zur Entspannung. Was machen die denn da vorne? Achso, ich komme von hinten. Ja, geil. Moin! Lalalala, hab ich euch alle. Habe Sichtkontakt. Ja, die kommen jetzt. Die kommen jetzt. Ich kann nicht mehr fliehen. Ich kann es nur noch hinauszögern. Oder? Ja, jetzt kommen die schon mit so komischen Dingern. Ziel in Sicht. Hä, ich hab doch erst dreimal auf dich geschossen. Oh, guck mal, da unten ist ein Laden oder ein Verkäufer oder sowas. Oh, der flieht auch. Eiswedelhirsche gibt's hier. Sehr schön. Wo ist denn das hin? Ach, keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt hier noch so in der Nähe, was wir machen könnten, wenn wir wollten? Steinbarsche jagen zum Beispiel? Aber das muss ja nicht... Ach, guck mal, hier ist ein Comic. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ah, ein bisschen weiter ins Land nach innen wieder. Komm, wollen wir da gucken, ob wir das Comic noch kriegen? Ist es das letzte oder so? Ich weiß es gar nicht. Ist es das letzte Comic oder das vorletzte? Langsam verschwimmen die Grenzen. Ich weiß nur, dass ich sehr viele Whiskyfässer noch nicht habe. Ansonsten bin ich bei den anderen, glaube ich, immer so noch 3, 2 oder so. Dann holen wir uns noch einen Comic. Ich bin ja Comic-Fan. Dann
ist das genau die richtige Aufgabe für mich. Geil. Da liegt ein Elch und hier sind Schienen. Und sonst jagt mich gerade nichts. Das ist toll. Ah, dann genießen wir doch einfach den Waldspaziergang. Über die Wiesen. Der Waldspaziergang über den Wiesen. Na guck mal, hier ist ein Schrein. Jetzt nicht schreien. Hä, oh. Ah, Mann, ich töte wieder Unschuldige. Ich konnte das doch nicht wissen, dass sie unschuldig ist. Wenn die mit einer Sekt-VIP-Frau hier abhängt. Tut mir leid. Ich glaube, ich sei mich mal ganz keck ab. So. Bin da. So, da hinten, ja. Kümmert euch nicht um mich. Ich bin unwichtig. Zwar sexy, aber unwichtig. Okay, hallöchen. Ist denn hier wer? Verkesshaus. Erstmal sagen, dass ich komme. Wieso ist denn der jetzt wieder unschuldig gewesen? Der hatte doch einen Kopf... Manu, ich wusste nicht, dass du nett bist. Aber du sahst doch einfach... Der sieht doch einfach nicht nett aus. Oh, ich habe den getötet, oder? Ach, ich habe keine Ahnung, was ich hier alles töte. Ich habe das Gefühl, ich töte gerade alles. Es tut mir leid, aber ich muss mal gucken. Kann ich dich plündern? Nee, kann ich nicht, weil ich voll bin. Oh, tut mir leid, ich hätte dich nicht töten sollen. Das war umsonst. Ich bin ein Mörder. Ein schlimmer Mensch. Okay, der Anleger ist... Da ist nichts. Okay, hier ist noch irgendein Comic und ein Basketballfeld. Ja, geil. Super, hier kann man mega gut dribbeln. Auf diesem Schotter. Richtig gut. Macht bestimmt viel Spaß. Am Hang. Mhm, Kartenspiel. Ah! Sollen wir so Scheiße im Kopf? Ich hab mich gerade zu Tode erschrocken. Alter, Finne. Wo kam der denn jetzt her? Was hat der denn geplant gehabt? Also wolltest du die Ziege? War das dein Freund? Okay, sind immer noch drei. Nicht abgeschickter Brief. Na los, Brian, wie viele Anreize brauchst du denn noch? Die Leute machen keine Scherze, wenn sie sagen, dass dieser Stör 200 Jahre alt ist. Der wiegt bestimmt eine Tonne. Wir kommen damit in die Medien. Du wolltest Skylar doch schon immer beim Fischen übertrumpfen, oder? Das wird der Fang deiner Träume. Ich habe alles an Ausrüstung. Ich brauche nur noch einen starken Mann wie dich, um diesen Brocken aus dem Wasser zu ziehen. Komm nach Hope Country. Die Reise wird sich lohnen. Ah, ja, Skylar und so haben wir ja kennengelernt. Brian, glaube ich, ja auch. Das war ich nicht, was da explodiert ist. Glaube ich. Ich habe Angst, dass hier wieder irgendwas reinkommt. Mich erschreckt. So, dann haben wir den Comic auch. Gab es hier nicht noch was ich einsammeln konnte? Noch so ein Fass? Ja, komm, wenn wir schon in der Nähe von dem Fass sind. Oder? Wenn wir da schon sind, dann hole ich mir das Fass noch. Muss ja eh mal sein. Ich meine, ich habe zwar gesagt, wir machen so eine Fass-Tour, aber wenn ich jetzt hier schon in der Nähe bin von dem Fass, wäre es eigentlich schwachsinnig, nochmal wegzulaufen. Sich irgendwas anderes zu suchen. So, einmal hier hoch. Und dann ab ins kühle Nass. Wieso hier gar kein rotes Kreuz? Egal. Doch, da. Ich hab's gesehen. Oder? Ja. Oh, Alter, das hätte ich niemals gefunden. Das hätte ich niemals gefunden. Weder mit dem Boot noch mit dem Heli, ey. Wie soll ich denn da rankommen? Ach, du heiliges Blechle. Muss ich von da ran schwimmen? Okay, Moment. So. Dann holen wir uns mal das Fass. Gut, dass ich die Karte habe. Das hätte ich niemals gefunden, das rote Kreuz, ey. 3 von 15. Und alle sind in diesem See hier irgendwie versenkt. Konnte auch nicht mal zwei nebeneinander versenken. Das wäre zu viel erwartet gewesen. So. Hua! Moin! Hast dich genauso erschrocken wie ich, hä? Nur du bist tot. Sonst würde ich jetzt fast sagen, machen wir doch einfach hier einen Cut und erwarten bei der nächsten Folge Faith, oder? Die wird uns bestimmt bald zusammen
schnappen wollen mit den ganzen anderen Leuten und wer wird uns irgendwie fertig machen wollen oder sowas in der Richtung. Vielleicht sehen wir dann ja auch mal den Dings, den, ich finde, der heißt nicht Malcolm, wie, oder heißt der Malcolm? Der Mitsubishi da hier, wie heißt der? Irgendwas mit M? Der andere, ihr wisst schon, der Cop, der Marshall, danke, Mitsubishi, genau, irgendwas mit M halt, ne? Ne, ihr wisst schon, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, der wird uns bestimmt noch eine große Freude bereiten. Den werden wir bestimmt noch sehen. Und dann werden wir hier noch die anderen Quests natürlich abgeben und machen und sowas. Also solange sie uns nicht schnappt, werden wir uns dann hier um die ganzen Sachen kümmern. Wir haben ja hier noch beim Gefängnis, da gibt es von Virgil wieder eine Quest. Also da haben wir noch genug zu tun, Klatsch Nixon. Ich freue mich auf nichts mehr. Ein paar Brother-Verstecke hier, also ein bisschen zu tun haben wir noch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei einer neuen Folge von Far Cry 5. Welcome to Hanbane River. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.